Mama, hast du die Schnulle abgekocht? Ja. Sag mal, putzt du jetzt noch? Nur kurz. Morgen früh habe ich doch Baby-Yoga. Das wird wieder mega stressig. Macht Carlotta eigentlich irgendetwas im Haushalt? Sie arbeitet, Mama. Dass du das mit dir machen lässt? Wir wollten das so. Das nennt man moderne Beziehung. Wer weiß, was aus dir geworden wäre, wenn du zu Ende studiert hättest? Ich mache mir eher Sorgen, was aus dir wird. Du hast dich geopfert für eine Feministin. Ihr könnt aufhören, über mich zu reden. Ich bin da. Ja, mein kleiner Chef. Er kennt dich gar nicht. Er lächelt nicht mal. So schön, dass du zu Besuch bist. Richtig herzliche Atmosphäre. Ich zieh mich schnell um. Nee, wir fahren jetzt los. Carlotta! Als Branka damals ihr Medizinstudium in Deutschland abgebrochen hat, um nach Split zurückzukommen, hielt ich das gleich für eine Schnapsidee. Ach so? Ich dachte, sie ist zurück, um Ihnen beizustehen. Ja, aber das ist doch kein Grund, sein Studium abzubrechen. Wir waren sehr unglücklich darüber. Papa nicht. Er hat Branka damals mit Mühe und Not bei seinem Freund Kovacic untergebracht. Polizei. Blieb ja sonst nichts übrig bei einem abgebrochenen Studium? Mein Mann war Deutscher. Wir waren beide... Beide Ärzte. Sie haben gemeinsam praktiziert. Das hat Branka mir schon erzählt. Ihr Vater muss ja liebevoll gewesen sein. Noch Kaffee? Nee. Danke. Wir spielen heute Abend gegen Zagreb. So, jetzt kommen bitte drei gleichzeitig zum Anzünden und geben dann das Feuer weiter. Frau Bresser, hat sich Herr Regener in letzter Zeit in Ihrer Trauergruppe irgendwie ungewöhnlich verhalten? Also, wie offen er gleich beim ersten Treffen von sich erzählt hat, das ist schon besonders. Hm. Die anderen hören erstmal nur zu. Wir dürfen die Geschwister unserer verstorbenen Kinder nicht einengen mit unserer Angst. Ja, aber trotzdem, ich würde umkommen vor Sorge. Also ich glaube, ich könnte mein zweites Kind nicht mal allein mit dem Bus oder mit der U-Bahn fahren. Bei ihr in Tempelhof. Och, da ist das ganz idyllisch. Wo wohnt's denn da? Viktoriastraße, gleich bei der Nein. U-Bahn. Aber nicht in der Nummer 4. Nein, in der Nummer 7. Weil die 4, das war meine Adresse. Ja? Trauer ist eine Form von Liebe. Und deine tiefe, tiefe Trauer ist Ausdruck für deine unendlich große Liebe. Unser Sternenherz ist Ausdruck für unsere Liebe. Und für unsere Freude darüber, dass Sophie gelebt hat. Dankeschön. Hat er denn versucht, private Kontakte zu knüpfen? Ja, er und Sabine haben sich gleich nach dem ersten Treffen privat verabredet. Hm. Eine Zeit lang haben sie sich fast jeden Tag gesehen. Mittlerweile ist es seltener. Aber sie sind sich immer noch sehr nah. Sind die beiden ein Paar? Sie haben gewissermaßen ihre eigene kleine Trauergruppe. Hat Sabines Mann kein Problem mit dem engen Kontakt zu Herrn Regener? Doch, schon. Die beiden streiten viel. Ist er eifersüchtig? In den letzten Wochen hat Sabine schon auch irgendwie verliebt gewirkt. Solche Phasen sind typisch, wenn es wieder bergauf geht. Hat er versucht, sie über sie auszuhorchen? Nein. Oh Gott. Doch. Ich hab's sofort gespürt. Gespürt? Ich schlage vor, Ihre Mutter schließt ab jetzt immer zweimal ab. Ich schließe immer zweimal ab. Sie brauchen gar nicht blöde Zwinker. Ich danke Ihnen. Ich spüre sofort, wenn jemand da war. Ist denn Schliwowitz noch da? Pavel ist in den USA und er hat genau wie du gar keine Schlüssel. Jetzt packst du erstmal deine Tasche aus und machst dir einen Tee. Und wenn du merkst, dass was fehlt, dann rufst du mich noch mal an. Hm? Ich muss jetzt los, Mama. Du hast das Raubdezernat angerufen. Die sind genauso indolent wie du. An der Kommodenschublade. Sieht gar nicht durchwühlt aus. Ich habe eine feste Ordnung und die stimmt nicht mehr. Jetzt aber mal Schluss, Mama. Solange nichts fehlt. Fehlt ja was, das habe ich deinen Beamten schon erzählt. Was fehlt? Die Korallenclips, die mir dein Vater geschenkt hat. Die 60-Teile, die hast du mir vermacht. Liegen bei mir. Marins Einsatzzeugnis? Das hast du weggeworfen. Wie fast alles aus Marins Kindheit, weil es dir zu weh tat. Ich wollte es haben, aber du hattest es weggeworfen. Das Strandfoto. Das Strandfoto? Ja, das mit dir und Marin am Strand, wie ein Liebespaar. War in der Schublade. Dann hast du es verlegt. Mama,
Keine Einbruchsspuren. Du schließt zweimal ab. Keiner außer dir hat einen Schlüssel. Wie soll wer rein? Ein Dieb, der Fotos klaut? Du steigerst dich in was rein. Du musst es ja wissen, Kommissarin Maric. Hättest du nur dein Medizinstudium zu Ende gemacht, dann wärst du jetzt so irgendetwas nutze. Bist ja noch ein bisschen blass um die Nase, hm? Beim Einkaufen, ja? Ist dir schwummrig geworden? Ja. Auf einmal. Es ist mir plötzlich eingefallen. Hm? Was? Er hat den Schlüssel mitgenommen. Wer? Dein Bruder, Marin. Als er in den Krieg ist damals. Er hat seine Schlüssel mitgenommen. Es war ein Frühlingsnachmittag und er hat gedacht, er ist bald wieder da. Wie viele Jahre haben dein Vater und ich auf das Geräusch gewartet? Nachts wach gelegen und gebettelt, dass wir das Geräusch hören. Das vertraute Geräusch, dass unser Kind nach Hause kommt, wo unser Sohn zurück ist. Ich habe plötzlich gedacht, es war Mare. Er war in jedem Zimmer. Und dann hat er das Strandfoto mitgenommen. Das Foto von euch beiden. Er hat dich so geliebt. Warum ist er nicht zurückgekommen, Branka? Ich glaube, er hat... Ich denke, Marin... Vieles ist vielleicht schwer zurückzukommen. Was? Im Mai da wäre ich fast ertrunken. Aber jemand hat mich gerettet. Er hat mich gerettet. Und ist wieder weggeschwommen. So was Albernes. Wenn sich einer damit abgefunden hat, dass Mari gefallen ist, dann bin das ja wohl ich. Jetzt werde ich auch noch alt und blöd. Mama, es war Marin. Wie er wohl jetzt aussieht. Groß, stark und tätowiert. Tätowiert? Na, du kommst ja wieder auf Ideen. Jedenfalls sollte ich mal das Schloss an der Haustür auswechseln.